Jo, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Balloons Adventure Time Tower Defense. Unlocks Level 5, okay, das ist was Neues. Lemon Grab ist auch noch gesperrt, ist meistens einfach noch gesperrt. Dann würde ich sagen, wir fangen mal mit dem hier an. Hier gibt es Kisten. Mit Bienen. Ah, okay, das ist quasi, okay, spielen wir uns gegen uns selber da wie. Balloons have taken over the orchard and are stopping tree trunks making her apple pies. Clear them out, apple thief. Nur dann. Apple thief, yo. Machen wir normal, klar. Oder, ja doch, normal heißt es schon. Using a well-timed power can make the difference. Okay, wir werden wieder 30 Runden. Meine Fresse. Okay, sie gehen einmal komplett rum und dann gehen sie erst raus. Und 30 Runden, Alter. Okay, ich hätte ihn auf jeden Fall noch ein bisschen weiter nach unten setzen können. Ich sehe die gesamte Map gar nicht so richtig, ne? Den Teil da unten. Das ist auch nicht so schlimm. Dann pause noch mal ein bisschen weg hier, damit ich die Ausrüstung benutze. 30 Runden, das ist natürlich ein bisschen heftiger, ne? Aber können wir vielleicht mal ein bisschen mehr skillen hier in 30 Runden. Bin mal gespannt, auch wie hier die Reihenfolge der ganzen Balloons ist. Swordsmaster. Oh, zu schnell, zu schlank, kann auch nicht schaden. Dann, ich würde sagen, ja, wir werden erstmal einen verbessern. Bevor wir weitermachen. Zack, der nächste. Ich kann wirklich alles skillen. Das ist natürlich auch extrem krass. Mob Ripper. Ich komme erst noch einmal durch. Ja, ich hätte ja am liebsten hier unten hingesetzt, ne? Aber es geht leider nicht mehr. Das funktioniert leider nicht mehr. Was haben wir hier? Stunts and Damage Moab Class Balloons. Möglichkeit Level 3, okay. An dem Moab Ripper kann ich aber schon machen. Dann kann ich gleich gar nicht mehr so viel machen mit ihm. Den Moab Ripper werde ich aber nicht machen. Ride in the Clubs werde ich machen. Zack. Na, kann man ihn auf jeden Fall mal ein bisschen aufrüsten. Bevor es notwendig ist, dass wir hier Max aufrüsten. Ist aber in der Tat schon notwendig. Ist ja interessant. To the Max. Dann werden wir ihn erstmal ein bisschen verbessern. Ist okay. More das. Dann warten wir erstmal auf die More Darts, würde ich sagen, ne? Tschu! Ja, der ist wirklich ein bisschen langsam. Fast through. Kann ich gar nicht. Ach, 1000. 1000 für schneller schmeißen? Bist du irre? Ah, wir machen erst den hier unten hin. Der ist auch sicherlich ziemlich heftig. Und eine 14. Ich habe das Gefühl, der Mob könnte durchaus in der Tat gleich kommen. Naja, erstmal will ich das hier machen. Ich finde das mega cool. Der haut gut rein, ey. Meine Fresse. Dann sehen wir natürlich auch Sternlevel hier unten links, ne? Jake ist 1, Finch schon 2. Oh, da habe ich doch gerade ein Lied gesehen, oder? Der benutzt seinen kompletten Körper, der Jake. Regal Runes, watch out for Regal Runes. These heart-shaped runes will grow back layers if you don't pop them quick enough.
Ah, klar, unsere normalen Herzbloons. Kennen wir ja alle schon. Jake of all trades. Na, wenn wir das mal sehen gleich. Wobei ich will hier den Moab-Dingens, den Moab-Ripper. Das machen wir lieber. Ich glaube, der Moab wird hier sicherlich schon kommen, oder? Bestimmt auf 130 oder so wird er kommen. Habe ich das Gefühl, dass das in der Tat so werden könnte. Ah, schon cool, ne? Vor allem, dass man jede Einheit nur einmal setzen kann, trägt mehr zum Dingens bei noch. Dass man ein bisschen mehr Taktik haben muss. Aber das ist natürlich noch Easy Maps, da muss man nicht viel Taktik haben. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum die Leute gesagt haben, das Spiel dauert so lange wie Bloons Monkey City. Das kann ich, also die Runden, das muss ich sagen, kann ich nicht bestätigen. Zumindest habe ich von Bloons Monkey City noch in Erinnerung, dass das viel länger gedauert hat. Falls mal Tarn Bloons kommen sollten, die wahrscheinlich gleich kommen werden. Ja, da sind sie schon. Karn Bloons incoming. Karn Bloons are sneaky and most characters can't see them. Look out for special upgrades and equipment that will allow you to pop them. Ja, das ist halt mein Max. Was haben wir hier noch? Max Darts are heavy enough to pop frozen Bloons. Naja, gut. Hot, okay. Kennen wir Lead Bloons. Und extra Schaden Moabs. Damit haben wir den Zweikampf schon mal erledigt. Duf, duf, duf. Ist schon cool, muss ich sagen. Gefällt mir. Ich hoffe, das Game kommt wirklich irgendwann in die Stores. In die deutschen Store. Es gibt ja schon einige Games, die einfach nicht reinkamen, weil sie nicht gut genug waren. Tipp Lieblings. Lieblings incoming. Lieblings have a tough outer shell that darts and swords can't pop. Try using other types of attacks to pop them. Jetzt hab ich vergessen, was das ist. Ich hab's schon wieder vergessen. Also Darts kann's nicht und irgendwas anderes auch nicht. Also außer halt, er hat ein bestimmtes Upgrade. Also grundsätzlich Darts können halt keine Dings kaputt machen, Leads. Butt push. Jake uses butt to push the Bloons back. Fast through. Gegen die Kamus kann leider der MNR was machen aktuell. Ja. Wenn sie gleich mal noch, aber das war schon 30. Runde. Dum, dum, dü, dü, dum. Oh, was kriegen wir Schönes? 20 Coins, ein Gem, ein Wish-Up, 60 Erfahrung und das war's. PB cancel the runes by coating them in bubblegum. She's most effective if placed near the start of the track. Ein neuer Wish-Up. Ich muss sie immer sofort aktivieren. Das ist natürlich schade. Kann man sich nicht aufheben oder so. Alle drei kommen. Das sind alle grau. Dann machen wir ein Trinket. Reduce all negative effects by 5%. Also reduziert alle negativen Effekte um 5%. Das heißt, irgendwas kann mit den Tauern auf jeden Fall noch passieren. Das Trinket hatten wir schon, ne? Und Common Gauntlet of Bones plus 3 Pierce to Melee Attacks. Melee Attacks sind Nahkampfwaffen, das ist ganz cool. Nehmen wir das mit. Genau, kann ich nämlich für ihn benutzen. Kann ich meinen Finn so richtig aufboosten, ja? Nö, danke. Discard. Und Discard ist wegschmeißen. Craft, ne, aktuell nicht. So, ich werde ganz kurz auf mein Homescreen gehen und Finn ausrüsten. Ich bin nicht so weit weg. Characters. Dum, dum, dum. So, der kriegt das hier. Allies. Okay, bin ich mal gespannt, was das wird. Allies call in extra characters, trinkets add extra attacks, damage or effects und sort. Get more abilities, stunts and damage near Bloons. Ah ja, hier haben wir den Dingensen. Kosten 300, attack speed 1, damage 1, range 25, PS 4. Ach, das ist der Skill Tree gewesen, okay. Collection. Es gibt hier eine ganze Menge zu
sammeln. Das ist schon krass, okay. Dann würde ich sagen, machen wir auch noch Grassland, wa? Komm, geh weg. Machen wir den Rest noch zu Ende. Apple Thief. Auch wenn der schon ein bisschen blunt ist. Okay. Na, Difficulty 2. Okay, das ist natürlich. Okay. Sollten wir uns erstmal mehr Dings holen? Mehr Charaktere? Aber das ist auch doof, oder? Ist auch so schwer. Was haben wir hier? A sinister force has arrived in our own and is headed towards the tree fort. Replay outro, replay intro. Hier gibt's nur eins. Ach, das ist der Anfang gewesen. Okay. Muss ich, glaube ich, trotzdem nochmal spielen, ne? Oder? Ich habe halt die Bronzemedaille und mehr gibt's anscheinend nicht. Gibt nur normal auf dem Dingensen. Das ist ja das Tutorial quasi gewesen. Ja, ich denke, wir werden hier nicht drum herum kommen, ne? Ich guck mal ganz kurz. Sind zwei Endausgänge? Ich weiß nicht. Wir gucken mal. Normal. Cosmic Essence is a magical substance that can be used to level up any character. So. Okay. Okay. Da bin ich mal gespannt. 30 Runden ebenfalls. Ja. Ja. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen aufrüsten. Ihn ein bisschen besser machen. Wir werden erstmal schnelleres Attacken machen. Das ist mir zu langsam. Aber ist gut, wir laufen noch einmal drumherum. Da laufen sie hier noch einmal drumherum. Das heißt quasi, er kann. Wow, ich bin so dumm. Ich sagte dir, ja, schnell attacken wäre geil. Was mache ich? Mehr Pierce. Hat aber auch nicht mehr Pierce Power. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Und needs Medallion of Brogens equipped. Ja, gibt's auf jeden Fall auch noch. Also die Synergie mit den anderen Charakteren, das ist natürlich auch immer krass. Gefällt mir. Boah, sind die langsam, Alter. Und das ist schon ein schneller Modus. Super nervig. Aber er kann doch nicht mehr angreifen. Doch, er kann schon mehr angreifen, aber schwierig. Okay. Ich will mal ganz kurz sie angucken, was sie so hat. Super Intelligence, PP's Attacks remove Karma und Regal. Okay, also Tarn und Regal wird vernichtet dadurch. Regal Presence. Characters in Range get increased. Range and Pierce, also ein Support Tower. Cool. Princess Bubblegum's Allies attacks faster. Die Allies, also die man ausrüsten kann, greifen schneller an. Increase Blast Rate von Gun Attacks. Increase Attack Speed. Can place an additional ally. Gun Expertise, increase Blast, okay. Bloom Science, Guns do increase damage to Ceramics and Moabs. Was war der Skill gewesen? Soda and Mints, Jelly Bean Attack does increased explosive damage. Grants extra cash once per round. Und hier haben wir jetzt Finn. Nearby was bound by word. Finn's bound by word becomes permanently active. Okay. Der hat also einen in Verbindung mit ihm die Fähigkeit, bei ihm was zu aktivieren. Ich wusste ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich machen werde. Ein zweiter Turm wäre schon geil, ne? Mal Jack mal hinsetzen. Das ist jetzt keine allzu schwierige Map. Das hat alles nur ein bisschen langsam und ich bin mich nicht nervt, dass die Power mal ausgefahren wird.
kriege ich das nicht aus, weil sie mal aktiviert. Das ist ja auch da unten. Ist ja auch doof. Okay. Wir werden bei Runde 10 mal dann kurz einen kleinen Cut machen. Ich glaube, die restlichen 22 Runden noch. Ich denke, das würde ziemlich lange dauern. Oder dauert das so lange? Eigentlich nicht, oder? Ach, ist egal, wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Die fette Hand, ey. Okay, mein, dauert durchweise wirklich nicht lange, die ganzen einzelnen Runden. Ah, schön, schön, schön. Na, gleich noch schneller angreifen. Zack. Kann ich ja nicht machen, brauche ich irgendwie Level 7 dafür, ne? Alter, komm mal, ganz schön viele hier durch gerade. Und ich glaube, 20 oder so waren. Ne, 20 ist ein bisschen spät, früh gewesen für die Camos. Das kam ziemlich spät erst. Das kam ziemlich spät. Ich war es eigentlich voll um für die Prinzessin nicht zu benutzen, aber. Ist halt irgendwie so, ne? Kann ich nichts machen dagegen, dass sie mir gerade nicht so gefällt. Aber ich war schon mal was gegen die Camos. Lied's ja so, müssen wir sowieso haben, ne? Ich glaube, hier gerade seine rohe Gewalt macht genug Damage. Man kann die killen. Jetzt habe ich, glaube ich, das eh schon mit dem. Mit dem Liedblunz Poppen auf ihm geskillt, wa? Mal gucken. Schaban hier hat. Okay, das kommt danach nach Heavy Tips. Nach dem Eis kommt. Oh, die haben ja auch Dingensen. Abgeschirmte Blunts. Zauberimmune Blunts. Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Ich dachte, ich habe ihn nur verguckt. Ja, easy. 30 Runden sind ja schnell gemacht. Das sind auch nur 30 Runden, ne? Das wird nicht allzu lange dauern. Oh, ich will noch was. Morb Ripper brauche ich ja nicht. Stun eigentlich auch nicht. Was haben wir hier? Extra Damage? Ne, brauche ich nicht. Butt Push kann ich machen. Butt Push. Oh, der furzt und lenkt die ab quasi. Kleines Ferkel. Wenn das kann ich ja mal ganz kurz gucken, wo es das Spiel mittlerweile gibt. Bloons Adventure Time TD. Gibt es ja im Bloons Wiki, steht ja mal ganz viel da. 14. Juli 18, Soft Release in Australia, New Zealand, Philippines and Singapore. Internationally delayed, entweder September oder Oktober 2018. Also irgendwann da wird es vielleicht zu uns kommen. Vorsicht! Fast through. Poptimization war gewesen. Sharp Weapons and Range Get Increased Pierce. Ah ja. Scharfe Waffen sind halt Schwert, ne? So, 45 Coins, ein Wish-Up. 80 Erfahrung. Nice. 80 Erfahrung sogar. You can change which bloom a character will target to the first, the last, the strongest or the closest. Bam, Level 3 und wir kriegen 5 Startgeld mehr. Naja, auf Dauer läppert sich das sicherlich schon. Ja, kann man mitnehmen. Ich hoffe nur, ich muss, wenn ich das backuppe, dürfte ich eigentlich nicht alles immer neu machen müssen dann, oder? Ich weiß es nicht, mal gucken. Bin mal gespannt, ey. 100 Coins. 4 Gems. 3 Bananas, 20 Shards, ein Wish-Orb ankommen, Power, Snake, ein blauer Wish-Orb. Cool, cool. Und kann ich damit aufrüsten? Wahrscheinlich den Jake, wa?
Erstmal die normale Weiße durch unsere Mission. Kling, kling, kling. Sniper Barrett. Additional 5% Range if equipped to a Monkey. Range plus 2%. Und plus 7% Range insgesamt, wenn es bei einem Affen ausgerüstet ist. Cheesy Dog, Hot Dog, Knights placed within range of cool character pop 5 more balloons before exploding. Hot Dog Knights? Placed within, okay, verstehe ich das richtig? Whistling Book? Pierce plus 1. Oh, das sieht doch ganz geil aus. Ein Affe. Könnte meinen Dings. Ist für ein Affe eigentlich schon? Ist eigentlich für ein Affe, oder? Jetzt kommt die schwierige Wahl, eins von den rechten, blauen Rechten. Eine Sniper Rivel. Range plus 15%, plus 1% alle zwei Sterne. Lumpy Space Princess. Can't touch these lumps. LSP is so lumpy in Georges that she stuns the balloon whenever they came near. Und Sniper Monkey. Das Crack, also guck mal, das ist sogar eine Lie. Hier, Ally. Achso, sind beides Allies. This Craig Marks Monkey has been taking potshots at balloons for years. He always finds his mark. Ich denke, ich werde den Sniper mitnehmen. Ist für ihn benutzbar, okay. Behalten wir auf jeden Fall. Kostet 550. Aber wenn wir mitnehmen. Hat schon was, ne? Und der Rest ist mir leider discarded. Tschüssi. Wir brauchen noch 130 Erfahrung fürs nächste Level Up. So, dann kriegt er erstmal ein kleines Upgrade. Mein Max, er kriegt, kann sogar 3 mitnehmen. Einmal ein Sniper Equip. Ich glaube, er kriegt das, was ich gesammelt habe, ne? Das andere. Weil er ein Affe ist. Wobei ich wollte gucken, ob Finn auch ein Affe ist. Eigentlich ja schon, ne? Ist Finn nicht auch ein Affe? Naja, Tatsache, er ist gar kein Affe. Er ist ein Mensch. Guck mal, steht ja auch schon da, für wen das, glaube ich, das war. Nö. Bam! 10% mehr Range. Und ihn kann ich aufleveln. Collect Banana to gain Levels. Und ich habe leider auf die Stats nicht geschaut, was er dazu bekommt. Plus ein Trinket. Okay, da steht's da, was er an extra Slots bekommt. Darts hat er noch nichts Besseres. Aber was man jetzt sammeln kann, ist ja irre. Ist ja Wahnsinn. So, und das habe ich abgeschlossen anscheinend, wa? Das war gerade grau gewesen. Ach so, Silber, weil das jetzt drankommt. Ah ja. Man könnte jetzt quasi hier machen. Und auf Hard. Dann Extreme und so weiter. Aber ich denke, ich werde jetzt erstmal in der nächsten Folge ein paar mehr Charaktere freischalten. Na? Damit wir hier wirklich eine gute Taktik aufbauen können. Oh, Daily Reward. Na, her damit. 2 Wish Orbs gibt's morgen. Oh, cool, cool. Nehme ich. Okay, Leute. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Von Bloons. Wow, Bloons Adventure. Time, Tower Defense. Und bis dahin, ciao, ciao.